Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, gehen Sie gerne in den Wald? Was bedeuten Ihnen Bäume? Gehen Sie gern wandern oder spazieren? Mich fasziniert das Ökosystem Wald schon seit Kindertagen. Ich liebe die Gerüche und die Geräusche im Wald, die alten Bäume mit ihren beachtlichen Kronen und die Tier- und die Pflanzenwelt im Wald. Bäume und Holz spielen auch in der Bibel eine große Rolle. Schon im Garten Eden, im sprichwörtlichen Paradies, gibt es zwei besondere Bäume. Den Baum der Erkenntnis von Gut und Böse und den Baum des Lebens. Also in der Bibel hängen Erkenntnisfähigkeit und Leben eng zusammen. Beides bildlich ausgedrückt mit Bäumen. Das alte Israel zur Zeit der Könige Davids und Salomo, müssen wir uns vorstellen, war deutlich stärker bewaldet als das heutige Israel. Da ist die Rede von den prachtvollen Zedern, mit denen man zum Beispiel den Jerusalemer Tempel erbaut hat. Aber leider wurde in Israel viel an Bäumen, an Wald abgeholzt zur Zeit der Phönizier und der römischen Besatzung. Man brauchte das Holz für den Schiffbau. Erst mit der Staatsgründung und der Wiederaufforstung zum Schutz des Bodens und des Klimas hat sich dieses Ökosystem in Israel langsam wieder erholt. Und das ist eine erstaunliche Erfolgsgeschichte in diesem Land, das mittlerweile 75 Jahre alt ist. Kommen wir zum Neuen Testament. Auch Jesus hatte in seinem Beruf mit Holz zu tun. Die Bibel erzählt uns, er war gelernter Zimmermann, so wie sein Ziehvater Josef. Und wie wir alle wissen, endete auch das Leben von Jesus am Holz des Kreuzes auf Golgatha. So geht die Reise des Lebens quasi vom Baum des Lebens im Garten Eden bis zum Kreuz, zum Holz, an dem Jesus gestorben ist. Und das ist für uns Christen ein Lebens- und ein Hoffnungszeichen. Schauen wir aber mal hier bei uns in Deutschland Bäume, Wald. Für uns Deutsche ist der Wald seit Jahrhunderten ein Ort der Sehnsucht, auch irgendwo ein Mythos und Wald ist auch irgendwo ein Gefühl. Leider ist unser deutscher Wald aber in mancher Hinsicht auch ein Pflegefall sozusagen. Angesichts von Klimawandel, Dürreperioden, Trockenzeiten, Wassermangel, ebenso vor ein paar Jahren war es noch viel aktueller, das Thema saurer Regen und immer noch aktuell das Thema Borkenkäfer. Unser deutscher Wald leidet, nicht nur in Dürresommern, so wie wir gerade jetzt schon heftige Hitzezeiten erleben. Man sagt, will die Menschheit überleben, muss sie die Lungen der Erde, nämlich die Wälder, bewahren. Auch die Regenwälder natürlich. Bäume sind die allerbesten Klimaschützer. Keine andere Pflanze kann so viel Sauerstoff durch Photosynthese produzieren wie ein Laubbaum, so wie dieser, den Sie hinter mir sehen. Wälder sind natürlich auch ganz faszinierende Ökosysteme. Ein Wald ist eigentlich eine Welt voller Wunder. Der Waldboden lebt. Der Wald ist Lebensraum für viele Pflanzen, für viele Pilze, für Flechten, für Wildtiere, für Insekten und natürlich für Vögel. Das ist ein Kreislauf. Die Tiere leben auch von den Bäumen. Denken Sie an die Wildschweine, die zum Beispiel Bucheckern fressen. Wenn man im Wald ist, besonders im Sommer, dann duftet es auch herrlich. Das liegt an den Baumharzen, an den ätherischen Ölen.
Und ja, der Weihrauch, der bei unseren katholischen Geschwistern in der katholischen Liturgie auch eine wichtige Rolle spielt, auch der Weihrauch ist ein Baumharz. Vielleicht haben Sie schon mal was gelesen in irgendeiner Zeitschrift von der heilsamen Kraft, die man mittlerweile auch Bäumen und Wäldern zuschreibt. Da waren die Japaner die ersten, die ihre gestressten Manager in den Wald geschickt haben zum Waldbaden. Soll eine Quelle der Rekreation sein, besonders für gestresste Großstadtmenschen. Wald erleben, wir haben es jeden Tag kostenlos. Wenn man so nah wohnt, auf dem Dorf oder in der Nähe, ist immer ein Wald, auch bei uns in den größeren Städten. Das Thema Wald, das durchzieht unsere ganze Kultur. Da ist so viel die Rede davon in der Literatur, in der Musik, in der Kunst. Unser Wald wird von den Menschen durchwandert und erforscht. Er wird natürlich auch holzwirtschaftlich genutzt und er wird geschützt. Wir haben wunderbare Nationalparks, da waren Sie vielleicht schon, im Schwarzwald und im Bayerischen Wald. Zum Teil hat man da sogar kleine Urwaldflächen stehen lassen. Also eine grüne Oase für uns, jeder Wald, ein Stück Romantik, für uns auch ein Stück Erholung. Ganz gewiss auch unser Pfälzerwald, das größte zusammenhängende Waldgebiet Deutschlands. Es wird durchwandert und es wird auch, ja, propagiert von unseren Pfälzerwaldvereinen, dieses Stück Lebenskultur, dieses Stück Ökologie ganz in unserer Nähe. In früheren Zeiten, das entnehmen wir zum Beispiel der Literatur und den Märchen, hat der finstere Wald den Menschen aber auch manchmal ein bisschen Angst gemacht. Denken Sie an das Märchen von Hänsel und Gretel. Als die Stiefeltern sie im Wald allein zurückgelassen haben, haben sie sich im tiefen, im dunklen Wald verlaufen. Auch eine kleine Anekdote. Also der Wald. Der Wald ist auch ein Arbeitgeber. Ich habe es mal recherchiert. 35.000 Menschen finden Arbeit in Deutschland in der Forstwirtschaft. Auch eine stolze Zahl. Und der Wald dient auch immer mehr als letzte Ruhestätte. 2001 wurde der erste Friedwald in Deutschland eingerichtet und die Zahl der Bestattungen, der Waldbestattungen in Ruheforsten nimmt stetig zu. Holz ist auch ein wunderbarer, nachwachsender Energiestoff, Brennstoff. Er macht die Wärme im Haus behaglich. Wer vielleicht einen Kamin hat, der erlebt das an kalten Wintertagen. Und auch die Pelletsheizungen sind ja auch verstärkt gefragt. Holz umgibt uns auch in unserem Zuhause. Vom Dachstuhl, manchmal bis zu den Fenstern, wenn sie nicht aus Metall sind, bis zur Eingangstür. Holz begleitet uns im wahrsten Sinne des Wortes durch unser ganzes Leben. Von der Wiege, wenn wir klein sind und geboren werden, bis zum Ende als letzter Ruheplatz auf der Bahre oder im Sarg. Im wahrsten Sinne des Wortes Holz um uns herum von Anfang bis Ende des Lebens. In unseren Häusern, in unserem Mobiliar, unsere Tische, unsere Stühle, unsere Betten, viel ist aus Holz. So staunen wir, was man sich alles in Erinnerung, ins Gedächtnis, ins Bewusstsein rufen kann, wenn man ans Thema Bäume denkt und ans Thema Wald. Ein wunderbares, sehr komplexes Ökosystem, was uns zum Staunen bringt und gerade auch als Christen zur Achtung vor der Natur. Bäume sind ein wunderbarer Teil der Schöpfung Gottes. Albert Schweitzer hat mal gesagt, wir sind Leben
inmitten von Leben das Leben will. Wir sind ein Teil von dieser wunderbaren Welt, von unserem Ökosystem, sollten es bewahren, sollten es beschützen. Liebe Zuschauerinnen, so wünsche ich Ihnen viel Freude bei Ihrem nächsten Waldspaziergang. Nehmen Sie die Bäume wahr, die Gerüche im Wald, die Düfte im Wald. Fassen Sie mal in den Waldboden, wie da alles lebt. Achten Sie unsere Mitgeschöpfe, die Bäume. Sie sind Wunderwerke Gottes, Wunderwerke der Natur. Und wir Menschen sind auch ein Teil davon. Wir dürfen dieses Wunderbare, was uns umgibt, genießen, gerade in diesen herrlich sonnigen Sommertagen. Alles Gute und viel Freude wünscht Ihnen Ihre Pfarrerin Anke Andrea Reinheimer vom protestantischen Pfarramt in Nünschweiler.